Respekt, dass Sie heute Abend hier sind, beweist, dass Sie dicke Eier und Bock auf gute Unterhaltung haben. Machen Sie sich heute bereit für Europas kleinstes Marionettentheater. Zusammen mit mir, Ihrem Gagam und dem Marionettenspieler Ihres Vertrauens. Der Mann, der mit über 30 immer noch mit Puppen spielt, die Aufblasbaren nicht mitgezählt. Hier ist live vom Keluma Marionettentheater Panarch Emeritus Leopold II. Und natürlich ich, Gagam, der Zauberer. Ja, meine Damen und die, die Ihnen nachgelaufen sind. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Ja, das hier über mir, das ist mein Chef. Den muss man einfach lieb haben, sonst schmeißt er einen raus. Normalerweise würden wir Oma Inge mit den Originalfiguren zeigen. Und die haben wir natürlich auch heute mitgebracht. Aber die beiden bleiben heute während der Aufführung hinter der Bühne. Warum? Bedingt durch so viel Publikum, was wir hier heute haben, wo wir uns natürlich riesig freuen, wollen wir natürlich auch, dass selbst die hinterste Reihe die Figuren gut sehen kann. Bei so vielen Leuten, was sind wir? 200, knapp 300 Leute, irgendwie so 250. 300 irgendwie so um den Dreh rum sind wir hier heute. Und da dann ganz vorne nur ganz kleine Figuren zu sehen, wäre ein bisschen schade. Wie gesagt, für die Liebhaber haben wir die Originalfiguren heute mitgebracht. Die können nach der Vorstellung gerne bestaunt werden. Und für alle haben wir uns dafür entschieden, heute die großen Marionetten hier vorzuspielen. Und zwar Fiete als Oma Inge und Gottfried als Opa Herbert. Und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Klatschen Sie, trampeln Sie, flippen Sie aus, machen Sie sich nackig, schmeißen Sie die gebrauchten Höschen auf die Bühne. Jetzt geht's los. Hier kommt Oma Inge live. Ich hab Bock. Hallo. Glauben Sie, es ist vorbei. Nur weil Oma Inge über 100 Jahre alt ist? Glauben Sie, es ist vorbei. Weil Oma Inge seit 2 Tagen keine Altkleidercontainer mehr anzündet? Da liegen Sie falsch. Das Puppenspiel hat gerade erst begonnen. Hier kommt die geilste Oma Schmidthorst. Yeah.
uns. Dankeschön. Ja, schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich auch sehr. Ja, ja. Ach, eigentlich würde ich ja mit einem schönen Witz anfangen, aber ich lasse das heute mit den Witzen. Ich glaube, das wäre zu anspruchsvoll. Nun, mein Mann hat nächste Woche Geburtstag, wissen Sie? 100 Jahre wird er. Ich hab die 100 ja schon längst erreicht, ne? Nicht wahr? Ja, aber für den Geburtstag meines Mannes ist noch viel Vorbereitung vonnöten. Und das Schlimme ist, es gibt noch viel Vorbereitung, aber wenig Zeit. Also, naja, was soll's. Für Sie hätte ich ein wenig Zeit übrig. Na, wenn Sie schon gekommen sind, um mich zu sehen, nicht wahr? Also, wie ist es? Ich hab Bock. Und Sie? Bleiben wir direkt beim Du, ja? Dann sage ich nicht und Sie, sondern und ihr. Ist ja auch ein bisschen persönlicher, nicht wahr? Wissen Sie, seit letztem Herbst bin ich ja zurück aus dem Altenheim. Ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe mehrfach versucht, das männliche Pflegepersonal zu vergewaltigen. Ja, da bin ich dann ganz, ganz schnell da wieder rausgeflogen. Und vor ein paar Tagen, ne, da ist was Hammerhartes passiert. Das muss ich Ihnen erzählen. Ich sitze abends mit meinem Mann am Küchentisch und wir essen zu Abend. Auf einmal schellt es an der Haustür. Ich denke so, nanu, wer mag das wohl sein? Ja. Wenn man nicht nachgucken geht, dann wird man es nicht erfahren, ne? Also bin ich aufgestanden, hab die Tür aufgemacht. Da stand ein Mann in Uniform. Ich einen Schreck bekommen. Ich hab geschrien, Hilfe, nein, bitte nicht schießen, wir sind ehrbare Leute, wir haben all schon unsere Rechnungen bezahlt. Glauben Sie, im ganzen Haus gingen die Türen auf, ne? Da packt der Uniformierte mich am Arm, ich denk so, um Gottes Willen, jetzt bist du dran, jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen. Da beugt er sich zu mir runter und sagt, Oma, was hast du denn? Ich bin's doch, der Klaus. Da war das mein Enkel Klaus. Der arbeitet ja bei der Polizei, ne? Ist direkt von der Arbeit dann zu mir in der Uniform. Ich sag so, Jung, wie kannst du mich nur so erschrecken? Jetzt, wo das Flurlicht nicht geht und alles dunkel ist im Flur, dann noch mit der Uniform, ich hätte tot sein können vor Angst. Komm rein. Mein Mann Herbert, da auch kreidebleich in der Diele, ne, sagt der Junge, was fällt dir ein, der Oma so zu erschrecken? Ne? Ja, ich sag so, es wäre ja nicht wichtig, ne, wenn so spät abends nicht mehr gekommen wärst. Ne? Ich sag so, was gibt's denn, Klaus? Ja, da sagt er, ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Ich sag so, um Gottes Willen, Junge, das Schlimmste, was du je hättest machen können. Ja, sagt er, und die haben sich bei mir gemeldet. Und ich, um Gottes Willen, nein, nein, nein.
Jung, lass doch die Finger von dem schlechten Zeugs. Das wird wieder Geld kosten, aber gut. Was brauchst du denn? Und da sagt er, ich brauch nichts, ich hab sogar was gewonnen, und zwar einen niegelnagelneuen Ferrari. Aber ich hab keinen Führerschein. Und weil du dich immer so lieb um mich kümmerst und auch gekümmert hast, möchte ich dir den Ferrari schenken, weil du hast ja einen Führerschein. Ich sag so, Junge, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Bitte, was? Ja, und seitdem habe ich jetzt einen Ferrari, ne? Total geil. Ja. Ich habe auch vor kurzem nochmal meinen Mann gefragt. Ich sag so, was hast du eigentlich damals gearbeitet? Da hat er gesagt, ich war Fußsoldat. Darauf ich, dein Fetisch interessiert mich nicht. Mein Mann ist für mich auch sehr oft wie Luft, aber versuchen Sie mal ohne Luft zu leben. Also ich kann es nicht. Mein Mann ist auch sehr oft wie Milch. Wenn ich ihn stehen lasse, wird er sauer. So. Jetzt mal etwas Widerliches, ne, damit wir wunderbar am untersten Niveau ankommen. Ne. Wussten Sie schon, Oralsex ist Geschmackssache. Yeah. Und ich würde vorschlagen, legen wir noch eine kurze Schweigeminute ein für alle, die gestern beim Regen und bei den Minustemperaturen draußen bumsen mussten. Mein Fetisch sind übrigens Männer mit Tieren. Warum habe ich dann meinen Mann geheiratet? Fragen Sie sich bestimmt, nicht wahr? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hatte wohl Bock. So, ich muss jetzt aber mal kurz in den Kartoffelkeller Zwiebeln holen. Und dann bin ich gleich wieder da. Und in der Zwischenzeit können Sie ja schauen, ob Sie meinen Mann Herbert antreffen. Der müsste hier auch gleich auftauchen. Also dann, bis gleich. Ja, guten Abend. Ich bin Herbert Niebert, auch besser bekannt unter Opa Herbert. Ja, so viele Besucher hier. Ja, das ist aber schön, Sie heute hier alle zu sehen. Ja, da muss ich Ihnen direkt eine Story erzählen. Eine Geschichte, die mir gestern erst passiert ist. Ja, aber davon braucht meine Frau Inge nichts zu erfahren. Ne? Ich denke mal, Sie kennen sich alle mit E-Mails aus. Ne? Diese elektronischen Briefe. So, und mein Fetisch ist es, fremde Frauen kennenzulernen. Neulich im Internet ist dann Folgendes passiert. Es schreibt mir eine gewisse Anna. Hallo Firstname. Ich heiße gar nicht Firstname. Ich heiße Herbert. Aber okay. Dann ging es weiter. Ich wünschte wirklich, ich könnte dich überlegen. Ist das okay? Betreff, sie wollen mich nackt zu sehen. Hä? Habe ich mir gedacht. Was soll das denn? Ja, dann hieß es noch, ich will Spaß haben,
und ist bereit, sich zu belichten. Ich dachte, wer so bereit ist, der macht doch bestimmt auch mehr. Dann kam von ihr, ich möchte wirklich sie zu lecken. Ganz ehrlich, kriegt ihr solche E-Mails auch ab und zu? Oder bin ich der Einzige, der sowas bekommt und sich dann auch durchliest? Oh, da kommt ja die Inge wieder zurück. Schön, dich zu sehen. Herbert, bevor ich es vergesse, morgen bekommen wir den Hund. Dann haben wir neben der Katze auch endlich mal ein schönes Tier. Wie soll denn der Hund heißen? Hast du da dir schon Gedanken drüber gemacht? Ja, der soll Elfmeter heißen. Abgelehnt. Wieso? Ich finde nur schon allein die Vorstellung sehr reizvoll, dass du hektisch durch den Park läufst und rufst, Elfmeter! Warum? Weil ich Bock drauf habe. Oder was hältst du davon, wenn wir den Hund Polizei oder Hilfe nennen? Ach, leck mich. Sehr gerne. Jetzt oder gleich. Da machen wir uns später nochmal Gedanken drüber. Über was genau? Über beides. Aber jetzt noch eine wichtige Sache. Schau mal, Herbert, du hast doch nächste Woche deinen 100. Geburtstag. Und ich komme erst 2 Tage später wieder aus der Kur zurück. Das heißt, ich werde direkt an deinem Geburtstag nicht da sein. Ich möchte dir aber trotzdem eine große Freude machen. Und mit was? Ja, das würde ich gerne von dir wissen. Oh. Ja, es ist mir eigentlich schon eine große Freude, wenn ich an meinem Geburtstag vor dir Ruhe habe. Ach Herbert, jetzt sag doch mal was. Womit könnte ich dir eine Freude machen? Ach weißt du, es reicht mir wirklich nur Ruhe und Besinnlichkeit. Besinnlichkeit? Wünschst du dir das auf CD oder Kassette oder MP3 oder MP4 oder... Nein. Schau mal, ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich will nichts geschenkt bekommen, weil sonst hätte ich mir doch selber schon irgendwas geschenkt. Und was hättest du dir dann schon längst einmal geschenkt? Oh, schau mal, ich will doch nur Ruhe und Besinnlichkeit und Frieden. Mehr will ich nicht. Dann ruf ich dich aber wenigstens an, über Handy. Moment, warte mal, Inge. Jetzt weiß ich, was du mir schenken könntest. Oh, prima. Was denn, Herbert? Ein Glas mit Wasser. Ein Glas mit Wasser? Wieso? Ja, da kann ich dann mein Handy reinkluckern lassen. Und dann ist nicht mehr großartig viel mit Anrufen. Und dann habe ich endlich das, was ich dringend brauche. Endlich meine Ruhe. Nun, meine Lieben, was soll ich sagen? Mein Mann Herbert, er ist, wie er ist. Aber
Bei dem Thema Handy und dem Glas Wasser habe ich vorausgedacht. Denn das Glas mit Wasser wird ihm nichts bringen. Sein Handy ist wasserdicht. Aber das verrate ich ihm nicht. Warum? Fragen Sie sich jetzt vielleicht, oder vielmehr ihr? Nun, ich hab Bock. Dankeschön, meine Lieben. Das war's von uns. Das war Oma Inge live. Ich hab Bock. Empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, an Ihre Freunde und Verwandte. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, empfehlen Sie uns nur Ihren Verwandten. Das war's von Europas kleinstem Marionettentheater. Danke und gute Nacht.